Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Viele haben sich gefragt, wann kommt mal wieder ein ganz normaler Vlog? Heute ist es wieder soweit. Heute am 29.12. noch im Jahre 2017. Was mache ich heute in meinem Video? Ja, ich mache euch nochmal ein paar Impressionen aus der schönen Stadt Ramsdorf. Denn, wie viele von euch wissen, ziehe ich am 15.01. nach Köln. Viele fragen ja, ob ich wirklich nach Köln ziehe. Nein, das ist kein Witz. Das mache ich wirklich. Und ich freue mich schon riesig drauf. Ja, was meine Livestreams angehen, muss ich mal schauen, ob ich dieses Jahr noch einen mache. Aber ich denke mal eher nicht. Jetzt geht's gleich für mich in der Stadt zum Friseur, nach Bramhof, zur Optik Grave. Ich muss zwei Brillen abholen von meinen Eltern. Und dann muss ich noch zur Bank, denn heute Nachmittag geht's für mich zu Holiday on Ice nach Münster. Ja, von Holiday on Ice mache ich für euch keine Impression wegen der GEMA, aber das müsst ihr verstehen. Aber ich denke mal, das Video wird trotzdem so 10 Minuten lang. Und wenn nicht, Träumchen wären Däumchen. Ja, bis gleich. Ja, wie viele von euch wissen, auf der Straße, wo ich gerade unterwegs bin, war vor ein paar Jahren ein sehr schlimmes Hochwasser. Da ist unsere Bocholter Ahr übers Ufer getreten und hat diese komplette Straße überschwemmt. Müsst ihr euch einfach vorstellen, diese Straße war einfach 2 Meter voll mit Wasser. Dazu habe ich natürlich Impressionen gemacht. Ihr findet sie in der Playlist Hochwasser in Ramsdorf. Leider noch in ungeschnittener Form, aber das bitte ich zu entschuldigen. Dort wusste ich noch nicht, dass ich ein Schnittprogramm auf meinem Handy habe. Aber ich denke mal, die Impressionen sind trotzdem aussagekräftig. Ja, ich möchte auch erstmal alle meine neuen Abonnenten begrüßen. Sind jetzt fast 1500 Stück. Auch alle, die liken, subscriben, immer dabei sind bei meinen Livestreams. Das finde ich echt schön. Ich merke das auch zum Beispiel an einem Video ganz krass. Meine Choreografie von Schützenfestfeiern. Die geht im Moment so ab. Dabei haben wir gar keine Schützenfestsaison. Ihr findet meine Choreo in meiner Playlist Songs und Tänze. Das erste Video oder das zweite. Müsst ihr einfach mal reinschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr da einen Daumen nach oben gebt. Ja, ich überbrücke jetzt ein bisschen meinen Weg, bis ich in der Stadt bin. Aber ist ja auch ein Vlog. Ja, dort seht ihr unseren Staudamm von Ramsdorf mit unserem kleinen Wasserfall. Dort unsere Sporthalle der Schule. Und dort, wo ihr das Gitternetz seht, da war früher die Umkleide für unseren Sportplatz. Dort haben sie jetzt einen schönen Bolzplatz hingepackt, einen Kunstrasenplatz, finde ich echt schön. Ja, und dort hinten seht ihr die Kita und davor war eigentlich unser Ascheplatz für die Fußballspieler. Dort spielt aber keiner mehr. Dort soll irgendwann ein Geschäft hinkommen. Ich weiß noch nicht wann und wo, aber ich denke mal in meiner Zeit, bis ich nach Köln ziehe zum 15.8. werde ich, ich sag schon wieder 15.8. natürlich 15.1.2018, werde ich es wahrscheinlich nicht mehr erleben. So, ich bin jetzt in der Innenstadt angekommen. Jetzt geht's für mich zum Friseursalon Bramhof. Und anschließend habe ich auch eine neue Frise. Muss auch mal sein.
Ja, bei Friseur Bramhoff bin ich jetzt fertig. Wie ihr seht, Haare sind ab. Jetzt geht's weiter zu Optik Grave. Dort muss ich die Brille meiner Eltern abholen. Da waren die Gläser raus. Aber vorher gibt's noch ein paar Impressionen von unserer schönen Kirche in Ramsdorf. Ja, viele fragen mich jetzt wahrscheinlich, warum unterlegt er seine Videos nicht mit Musik? Ja, ist einfach so, ich möchte normale Impressionen machen. Musik ist zwar schön, aber ich sag mal so, ist es doch viel schöner ohne Musik. Ja, dort hinten seht ihr unser Vorheim, ist vor ein paar Jahren auch abgesoffen. Impressionen auch davon in der Playlist Hochwasser in Ramsdorf. Ich bin jetzt schon bei meiner Verabschiedung angekommen. Ich habe alles erledigt, was ich erledigen wollte. Zuerst war ich beim Friseur Bramhoff. Dann war ich bei Optik Grave, habe meine Brille abgeholt. Dann war ich noch mal schnell bei der Bank. Dort habe ich mir eine neue Kartenhülle geholt für meine Karte und natürlich auch Geld abgeholt für Holiday on Ice für heute Nachmittag. Wie gesagt, davon gibt es leider keine Impression, denn wegen GEMA und so, wisst ihr ja. Und ja, jetzt geht's für mich nach Hause, dieses Video schneiden, damit es auch heute am 29. wieder hochgeladen wird. Ciao mit V, euer Robin.